Ja, ich komme gerade aus der Ratssitzung. Wir haben wieder einmal versucht, Gewerbeflächen für Bielefeld zu schaffen. 61% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir brauchen in Bielefeld mehr Gewerbeflächen. Die haben das erkannt. Sie sehen, wir brauchen Steuereinnahmen, wir brauchen Arbeitsplätze. Wer das nicht sieht, ist die rot-grüne Ratsmehrheit. Wir haben argumentiert und haben gesagt, wir haben 100 Betriebe jedes Jahr, die wollen nach Bielefeld, die sagen, gebt uns Fläche, wir wollen uns niederlassen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen und dadurch natürlich dann auch Steuern zahlen mit unseren Erfolgen, die man erzielen, die sie, von denen sie glauben, dass sie die in Bielefeld erzielen können. Aber Rot-Grün verhindert ja schon seit vielen Jahren die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben in Bielefeld, indem sie keine Gewerbeflächen zulassen. Wir haben gesagt, 10 Hektar jedes Jahr. Das war ein Gutachten im Jahr 2016, das gesagt hat, das braucht ihr mindestens jedes Jahr 10 Hektar. Wir haben gesagt, gut, dann lasst uns doch jetzt einmal aufs Gas treten und sagen, so, jetzt machen wir das im nächsten Jahr. Und zwar außerhalb der Baulandstrategie. Wir haben ja mehrere Blockaden, nicht nur, dass wir keine Flächen haben, sondern dass die Koalition eben auch gesagt hat, die rot-grüne Koalition, wir kaufen Flächen nur zu einem bestimmten Preis, zu einem Preis unter Markt, unter dem Marktwert, was dazu führt, dass natürlich niemand mehr Flächen verkauft und das ja seit einigen Jahren. Diese Blockade wollten wir lösen. Wir sagen, ohne die Baulandstrategie machen wir jetzt einfach mal 10 Hektar, was dem Jahresbedarf, einem Jahresbedarf entspricht, weil wir auf die Haushaltssicherung zusteuern, weil wir, salopp gesagt, pleite sind. Und um uns da schnell zu befreien, haben wir eben diesen Antrag gestellt, aber wieder einmal hat die rot-grüne Mehrheit gesagt, nein, machen wir nicht mit, ach, geht uns zu schnell, wir verweisen das in den Hauptausschuss. Ja, das heißt erstmal wieder keine schnelle Handlung. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als auch in Zukunft den Finger in die Wunde zu legen, immer wieder Initiative zu ergreifen. Denn was wir wirklich brauchen in unserer Stadt, sind neue Gewerbeflächen.